anderes. Well, Warships. Gibt's ja gar nicht. Was fährst du da an? Den Daily? Bist du besoffen? Jupp. Die Daily finde ich im Gegensatz zur Schabaraus nämlich ziemlich cool, muss ich sagen. Muss ich mal so sagen. Wir sind halt nur nicht capfähig. Das ist halt der große Nachteil. Wir sind nicht capfähig, ja? Und ich werde heute so, ja, mal gucken, 21.30 Uhr vielleicht. Schauen wir mal, wie ich Bock habe. Ganz einfach. Vielleicht schmeiße ich es auch schon nach einem Spiel weg. Und ich bin schon wieder geortet. Mach sie mir einfach auf, Shudoku, und ich zeige dir, wie es geht. Unser U-Boot ist auch unterwegs. Ja. Shudoku. Nicht zu verwechseln mit Sudoku. Und ja, ich weiß natürlich, dass ich voll in der Zeit von anderen großen Streamern spiele. Nicht getroffen, okay? Passt. Ist auch toll, aber ich bin immer noch aus einem Dings raus. Habe ich ein Schlachtschiff hier hinter irgendwie? Er bleibt jetzt stehen, keine Ahnung. Sehr interessant. Könnte mal irgendjemand mit drauf schießen? Macht irgendjemand mit? Ja, hast du so gedacht, mein Freund Schwaningrad, ne? Schade drum. Warum sehe ich die Iwami jetzt nicht mehr? Was ist das für eine Kacke? Ich muss auf jeden Fall dich da ran. Ich bin auch weiterhin offen. Ne? Da ist die Iwami. Da ist die Iwami. Fast hätte ich sie übersehen. Vor allem geil. Ich bin näher rangefahren und... Okay, Google, lösch den Wecker. Auch nichts an. Geil, ich habe das U-Boot platt gemacht mit Torps. Nee, ich habe eine Shiva rausgenommen. Noch besser. Ich habe eine Shiva rausgenommen mit Torps. Mit den langsamsten Torps der Welt. Wenn das keine geile Runde ist, ich weiß es ja auch nicht. Und ich weiß nicht, warum die Stalingrad nicht auf mich schießt, aber ich weiß nicht, was die Stalingrad sich so vorstellt, aber ich meine, ich habe jetzt hier gerade irgendwie überhaupt keine Angst vorzufahren. Ja, Stalin, das habe ich mitgekriegt. Jetzt hast du mal geschossen und jetzt triffst du mich auch mal, ne? Ja, mein Gott. Das U-Boot ist auch noch da, ja. Hat aber leider verkackt. Digga, versuch's doch gar nicht erst. Da bin ich schneller weg, als du gucken kannst. Schade, dass ich irgendwie nichts anzünde. Das ist echt ärgerlich. Digga, um zweimal mich zu kriegen, musst du schon 10 Tage eher aufstehen. Massiv 10 Tage eher aufstehen. Ja.
Ich muss ein bisschen aufpassen wegen der dämlichen Dings. Aber es ist ja auch keiner hier. Es kämpft hier kein Mensch mehr mit. Ich bin der Einzige, der hier. Oh, kann man so machen, ne? Kann man schon so machen. So, U-Boot, wo auch immer du bist, ich baller sie trotzdem nochmal so rein. Wenn das gleich wieder so gut klappt wie eben, dann bin ich mehr als zufrieden, definitiv. Wie mit der Shima, ne? Die haben wir ja nur wirklich. Vor allem habe ich dafür auch gleich vernichtender Schlag gekriegt und was ist das andere? Erstes Blut, ja. Kann man schon mal so machen, ne? Ja, und eigentlich müssen wir uns hier auch nicht drum kümmern, weil wenn die hier hinten alle parken wollen, können sie auch hier hinten alle parken. Grundlegend richtig. Ja. Ich meine, wäre natürlich wünschenswert, wenn Schlachtschiffe auch mal irgendwie auf die Dings schießen würden. Wir haben schon einen, was haben wir verloren? Eine Kastilie haben wir verloren. Oh, unser U-Boot, keine Ahnung, was das macht. 40 Kilometer weit weg kriegt es Torps von irgendjemandem ab. Man fragt sich wirklich, ach, vorne steht eine Desmoins. Ah, das macht Spaß, da freue ich mich jetzt drauf. Ja, das mal, was hast du dir so gedacht? Jetzt kommt noch die Wami, die will jetzt auch noch was. Ich würde gerne mal wieder was anzünden zum Spaß. Das wäre schon cool irgendwie. Ja, die Wami. Ihr seid alle hier hinten auf der Ecke, ich weiß gar nicht warum. Welchen Sinn das macht. Ja, du hast hier volle Unterstützung. Wer ballert denn die ganze Zeit auf die Jungs da vorne? Ja. Jo, das ist auch schon tot. Ach, cool. Ich brauche gar nicht mehr die Torps einfach hinzuschicken. Wir heilen mal. Ich kann ein bisschen häufiger heilen. Ich finde das schon wichtig, so eine heile Welt. So, da hinten ist ein. Theoretisch könnten wir jetzt auch volles Programm ranfahren und einfach mal, wann gehen wir auf 8,2? Ja, es wäre schon wichtig, dass wir nicht nur an anderen Seiten kämpfen. Hier sind alle Schlachtschiffe bis auf die Schliefen, oder? Schon wieder einer gestorben, die Iwami ist gestorben. Geil. Die Soyuz fährt weg und die Desmond schnappen wir uns gleich mit Torps. Mädchen, fährst du hier mal rückwärts? Das ist echt peinlich. Mache aber auch keinen Schaden auf sie, das ist mein leidiges Problem. Die Thunderer fährt ja auch schon rückwärts. Ich habe sie angezündet. Wahrscheinlich nicht dauerhaft. So, sieht aber gar nicht so schlecht aus für uns. Die Sowjetsojus ist auch gleich Geschichte. Unser U-Boot ist auch tot, ne? War vorhersehbar. Unser Preußen ist auch tot. Stalingrad ist eh schon tot. Dann fahren wir jetzt mal mit Vollgas an die Dings ran. An den Thunderer und schießen mal nicht vorher. Ja, der fährt halt bis an den Rand, das ist halt scheiße. Da komme ich nicht ran. Der hat halt auch wieder dieses.
Dieses, ich muss am Rand schlafen. Ich bin so ein Randkind. So, wo sind jetzt die Dings eigentlich hin? Da sieht es morgens. Oh, die wäre auch cool. Wenn jetzt Dings hätte. Ups, sorry, war schon vorher erledigt. Ich kann nicht schießen brauchen. So. Hey Suse, was machst du denn jetzt wieder? Willst du echt ausweichen, oder? Willst du echt hier rüberfahren, ne? Nee, du fährst es doch rausgedreht, das war klar. Ja. So ist das gut eigentlich. So kann sie mich auch nicht treffen. Dann fahren wir mal raus. Dann hat er gar kein Interesse daran, seinen Kumpel zu verteidigen. Wieder abkommen, Kissel. Es wird halt ein hartes Match. Ich muss halt sehen, dass ich sie anzünde. Das ist mein leichtes Problem. Jetzt haben wir sie wenigstens so weit in die Ecke getrieben, dass wir uns eigentlich keinen Kopf mehr drum machen müssen. Die Torps können wir definitiv setzen. Sie wird wieder. Ja, kann man so machen, ne? Ich würde ganz schön abkotzen. Schneller ran, damit das auch mal ein Ende hat irgendwie. Das ist ja nicht auszuhalten. Ja, Elbing ist auch Geschichte. Ich würde sie noch wegkriegen hier. Das Problem ist, ich zünde sie halt nicht an. Mal AP ausprobieren. Eigentlich ist sie ja weich genug. Ah, jetzt wirst du mich auch mal treffen, aber das ist okay. Irgendein Torp wird dich treffen.
Das ist nicht wahr. Alter, der ist... Das ist doch nicht wahr. Der ist da wirklich am Rand. Ja, jetzt ist aber Feierabend, der kann nicht mehr heilen. Und Geschichte. Komm ruhig her. Komm ruhig her. Ich weiß nicht, wie gut die Flugabwehr ist, weiß ich eigentlich gar nicht. Achso, wir sind die Einzigen, auch geil. Da drüben ist noch eine Slava, okay. Der will mich nur offen halten, okay. Der will mich halt nur offen halten. Und die Slava will mich halt beschießen. Autsch. Autsch. Jo. So, eigentlich brauchen wir nur zu flüchten. Die Cap will ich aber trotzdem noch haben. Gib Gas und ich will eigentlich wirklich die Slava auch noch haben oder will jetzt mal ein Torb setzen. Boah, was eine geile, spannende Runde. Damit rechnet sie garantiert. Wir setzen mal trotzdem einfach einen da rein. Okay, das haben wir nicht. Ich kann natürlich auch weiter nach hinten, ganz klar. Weil ich natürlich ganz genau weiß, dass ich hier stehe. Bloß kein Risiko mehr reingehen. Nö. So kriege ich sie allerdings auch nicht. Ja. Fahr mal weg. Ich ärgere mich mal nicht über dich. Ich unterbreche noch mal kurz den Cap. Habe ich sie getroffen? Ja, Cap unterbrochen, angezündet, perfekt. Scheiße, unser Flugzeugträger. Ihr Flugzeugträger ist aber weg, also brauchen wir eigentlich nur zu flüchten. Eigentlich brauchen wir gar keine. Eigentlich brauchen wir nur noch. Oder ob wir kein Risiko mehr eingehen und fertig ist. Die kriege ich mir hier nicht mehr. Jetzt ohne Flugzeugträger noch viel weniger. Achso, ist sowieso vorbei. Ach, habe ich gar nicht hingeguckt. Tschack!
Tacker, lacker, lacker, tacker, 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 lacker, lacker, tacker, tacker, geil. Das war leicht Porno. Das war, würde ich sagen, eine meiner besten Runden, die ich mit diesem Schiff je auf den Tisch gelegt habe. Ja. Es erfüllt mich mit einem gewissen, nennen wir es Stolz. Nennen wir es einfach Stolz. Ich muss den Stream mal einmal kurz beenden, auch wenn derjenige, der jetzt der Einzige, der zuschaut, dann wahrscheinlich sehr traurig ist. Aber ich will dieses Video getrennt haben und ich habe keine Lust, das hinterher zu schneiden, dementsprechend. Sorry. Ihr seht, ne, was wir gemacht haben. Wir haben 2275 Grund-EP. Wir müssen die Kremlin nochmal loben. Die hat nämlich auch sehr gut gespielt. Die Kremlin hat auch verdammt gut gespielt. Die Jean-Bart hat sowieso super gespielt auf ihrer Seite. Ja, kann man nichts zu sagen. Ne? Also, ja, die Sumo war auch nicht schlecht. Die Preußen ist 5 Minuten zu früh gestorben. Aber eine Castilla mit Dings ist definitiv auch ein Lob wert. Ja, und unsere Shimakaze ist wenigstens. Ja, und den müssen wir auch loben. Den loben wir auch, ein würdiger Gegner. Damit er sich ärgert. Nein, tut er ja nicht. Er kriegt ja was Positives dadurch. Müssen wir loben. Hat Spaß gemacht. Einfach blind irgendwo reingetorbt und geil. Was? Eine geile, 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 geile Runde. Und ich höre jetzt auch auf mit Streamen, weil sowas Gutes kommt definitiv nicht wieder. Sorry. Und ist ja sowieso keiner, der mit mir spricht, da dementsprechend. Bis dann.